Herzlich willkommen zu Katholisch in Haltern am See. In dieser Woche hatten wir zwei Feste zu feiern. Das eine am gestrigen Samstag, das Fest Peter und Paul. Allen, die dort Namenstag hatten, herzlichen Glückwunsch. Und das zweite Fest am Montag, das Fest Johannes des Täufers. Es ist ein Geburtsfest. Eines von dreien, die es in unserer Kirche gibt. Alle anderen Feste der Heiligen, ja selbst der Apostel, sind Feste am Sterbetag der Heiligen. Bei Johannes, bei Maria und bei Jesus selber ist dies anders. Dies macht schon deutlich, wie herausgehoben die Stellung von Johannes im Leben von Jesu, aber auch im Leben der Kirche von heute ist. Johannes steht genau gegenüber von Jesus im Jahreskreis. 6 Monate nach Weihnachten oder 6 Monate vor Weihnachten, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Am hellsten Tag des Jahres. Zacharias und Elisabeth, die beiden, die Eltern von Johannes, hatten vielleicht nicht mehr wirklich mit ihm gerechnet, denn sie waren beide schon älter. Ja, vielleicht waren sie sogar von ihrer Umgebung gemieden worden, denn kein Kind zu bekommen oder krank zu sein, galt für viele in Israel, damals, vielleicht auch noch heute, als Zeichen, dass Gott fern ist von ihnen. Zacharias gehörte zu denen, die Dienst im Tempel machten. Als er diesmal wieder dran war, war er im Allerheiligsten und brachte ein Rauchopfer dar. In der Nähe dieses Rauchopferaltares in Jerusalem stand dann ein Bote Gottes, ein Engel. Er sagte, was Zacharias nicht glauben mochte: Ein Kind wirst du und deine Frau noch bekommen, trotz eures fortgeschrittenen Alters. Als Zacharias dies nicht glauben wollte, ja vielleicht auch konnte, da sagte der Engel: Als Zeichen dessen wirst du, bis das Kind da ist, auf der Welt ist, nicht sprechen können. Erst als Elisabeth den Namen Johannes sagte und man ihr sagte, aus eurer Familie gibt es doch niemand, der so heißt. Warum denn gerade dieser Name? Da dachte sie daran, dass Gott ihr gnädig war. Und das heißt der Name Johannes auch übersetzt: Gott ist gnädig. Also ganz bewusst in dieser Zeit, in der Hälfte des Jahres, zwischen Weihnachten und dem kommenden Weihnachtsfest. Ein deutliches Zeichen, dass Gott sich uns Menschen zuwendet, dass er gnädig ist. Als Zacharias den Namen ebenfalls niederschreibt, auf die Nachfrage der Leute hin, da kann er widersprechen. Ja, Gottes Botschaft ist deutlich. Und Johannes ist die Türschwelle zwischen Alten und Neuen Testament, zwischen erstem und zweitem Buch Gottes, die deutlich macht: Jetzt beginnt etwas Neues, etwas, was auf dem Alten aufbaut, das Gott
uns Menschen liebt. Ihnen einen guten Sonntag und eine gute Woche.